Hallo zusammen, heute geht es um die Unterkühlung. Und zwar nicht medizinisch gesehen, sondern kältetechnisch. Und wir behandeln nicht nur die Unterkühlung, sondern ein bisschen weiter weg, weil die Unterkühlung ist nur eine Unterkühlung vom Kältemittel, von der Kondensation bis an die Einspritzung. Ich habe hier einen Kühlschrank, der zwei neue Kompressoren, Nano, mache ich dann mal irgendwann noch ein Foto drüber. Und hier habe ich das Kühlsystem. Wir haben also den Kompressor. Wir gehen dann in den Kondensator mit Lüfter, in einen Filtertrockner, das Kapillarrohr, ein dünnes Rohr, und das Kühlelement geht wieder zurück in den Kompressor. Hier habe ich das HaloP-Diagramm. Auf dem HaloP-Diagramm kann man eigentlich den ganzen Kältekreislauf einzeichnen. Das ist ein aktueller Kühlzustand, wie er sich denn gerade bewegt. Wir haben jetzt hier in diesem Kühlschrank zwei Kühlsysteme. Das heißt, wir bräuchten eigentlich zwei Kühl-HaloP-Diagramme. Wir haben hier unten minus 30 Grad, das nehmen wir jetzt einfach mal an, das ist die Verdampfertemperatur. Das ist die Temperatur vom Kältemittel im Kühlelement. Und einfachheitshalber nehmen wir hier die 30 Grad, so ein bisschen so, von der Kondensation, das heißt in der wärmeren Phase. Und wer Videos kennt von mir, da sage ich, je näher dass die zusammen sind, desto besser ist der Wirkungsgrad vom Kühlsystem. Wir haben dann hier irgendwo noch den Kompressor, der macht dann so in die Richtung. Dann erreichen wir hier oben Temperaturen von 80 Grad beim Austritt aus dem Kompressor. Dann haben wir hier eine Unterkühlung, wir gehen hier jetzt runter auf 20 Grad. Hier geht das Ding runter. Das heißt, das Kältekreislauf läuft so, so, das ist übrig. Und so zirkuliert das Kühlsystem rundherum. Von dem Punkt zu dem Punkt und zu dem Punkt hier, das hier, da können wir mit der Menge dann hochrechnen, die zirkuliert ist Q0, das ist die sogenannte Kälteleistung, und P wäre dann die Antriebsleistung. Wir könnten jetzt hier einen Kompressor machen, der genau grad hoch läuft, aber der bringt noch Wärme und so weiter. Das heißt, wir haben hier eigentlich die Kälte, die elektrische Leistung, die wir brauchen, und hier die Kälteleistung. Wenn wir jetzt diese Kurve anheben bis hier hoch, dann wird das größer und das Verhältnis zwischen P und Q ändert sich. Durch das brauchen wir mehr Strom. Aber wir bleiben mal in diesem Sektor hier und wir haben hier von 30 Grad auf die plus 20 Grad, das ist die Unterkühlung. Hier habe ich den Kältekreislauf eigentlich richtig aufgezeichnet, aber eigentlich müsste man das drehen. Ich habe den Kompressor, der geht hoch, geht rüber durch den Kondensator, Wärmetauscher. Ich habe hier den Filter davor und dann geht es hier durchs Kapillarrohr, den Druck nach unten in den Verdampfer. Wenn ein Kühlschrank zu viel Strom braucht oder zu viel als angegeben, haben wir meistens das Problem, dass wir eine schlechte Unterkühlung und eine schlechte Kondensation haben. Also der ganze Bereich hier, der muss so tief wie möglich sein und hier muss ich eine starke Unterkühlung haben. Ich habe Folgendes gemacht. Hier an diesem Eingang und hier ist der Filtertrockner. Bei jedem Kühlaggregat finden wir einen Filtertrockner. Hier ist so eine Patrone. Hier auch, hier ist jetzt eingepackt. Hier habe ich einen
Filtertrockner. Bei dem Kühlsystem habe ich einen Filtertrockner. Hier unten drin habe ich einen Filtertrockner. Das ist eine ARB-Kühlbox. Wir sehen den Filtertrockner, der ist hier unten drin so ein bisschen versteckt. Bei den gewerblichen Anlagen sieht so ein Filtertrockner so aus. Das ist einer von Danfoss. Und hier habe ich dann so, ich sag mal, ein großes Kühlhaus oder so, hat sowas drin. Und ihr seht, das ist einfach ein bisschen anderes Volumen. Aber der Filtertrockner, wir kommen nicht auf den Filtertrockner, was der macht. Der filtert und trocknet. Aber das ist eine andere Funktion. Dieser Filtertrockner, den findet ihr an jeder Kühlanlage. Jetzt misse ich hier die Temperatur am Filtertrockner. Das ist da, wo der Knick ist. Das heißt, ich habe hier ein Stück Isolierband genommen, so Armaflex-Band, habe das zusammengefaltet und kann dann hier rundherum, pack die Fühlersonde hier ein und mache noch einen Kabelbinder drum, so wie hier. Und so sehe ich die Temperatur vom Filtertrockner. Das heißt, ich habe hier jetzt 24,5 Grad und die Temperatur sitzt hier. Der weitere Temperatur habe ich hier einfach in der Luft und hier habe ich 22,1 Grad. Jetzt habe ich von der Raumtemperatur bis an den Filtertrockner habe ich eine Temperaturdifferenz von, ich sag mal, 2,5 Grad Celsius. Je weiter das diese Linie hier drüben ist, desto besser wird das Verhältnis zwischen Kälteleistung und elektrischer Leistung. Wenn ich natürlich die Kondensationstemperatur hier hochdrücke und direkt runterfahre, hier von hier, wird das Verhältnis schlechter. Den Druck hier im Kühlsystem könnt ihr nicht messen. Diese Temperatur könnt ihr messen, diese Temperatur hier könnt ihr messen. Ich sag mal, alles unter 5 Grad ist super. 5 Grad oder 5 Kelvin, wie der Fachmann sagen würde, Differenz ist super. Hier haben wir 2,5 etwa. Wie kann ich jetzt diese Temperatur zwischen Raumtemperatur, die hier 22 Grad, auf die Eintrittstemperatur in den Kühlschrank ändern? Ich kann zum Beispiel, hier haben wir einen Lüfter drin mit einer Drehzahlsteuerung und hier sitzt so ein kleiner Thermostat. Wenn ich jetzt hier das Feuerzeug nehme, und hier heize, dann wird dieser wärmer. Es macht ein kleines Klick und dann läuft der Kompressor, der Ventilator auf einer höheren Drehzahl. Ihr hört das. Das heißt, ich schaufle mehr Luft durch diesen Wärmetauscher. Es geht jetzt einen Moment, vielleicht hört ihr es, dann schaltet der Kompressor wieder aus. Der hier läuft, nee, nicht der Kompressor, der Ventilator, das Ding ist jetzt recht warm. Wir hatten vorher bei den Thermometern eine Temperatur, da sind wir bei unseren 22 und hier, bis das reagiert, geht es eine gewisse Zeit. Das schauen wir nachher an, dass hier die Temperatur weiter runterkommt. Ihr seht, die Temperatur sinkt, weil der jetzt auf höherer Drehzahl läuft. Ich nehme den Widerstand hier raus, dass er nur auf höherer Drehzahl läuft.
Das ist so ein Widerstand mit dem Temperaturschalter, kann man bei uns erwerben, ist überhaupt kein Thema. Jetzt läuft der Ventilator auf höherer Drehzahl, das, was er eigentlich laufen sollte. Der schaltet bei plus 40 Grad Raumtemperatur. Die andere Möglichkeit, wenn jetzt hier die Luft, die zieht hier durch und geht dann so im Kreis rundherum und das ist eingepackt und man kommt nicht dazu, das ist richtig scheiße. Also das heißt, ich muss hier frische Luft, frische Umgebungstemperatur, Außenluft oder beim Boot vielleicht aus der Bilge Luft rausziehen oder unterm Fahrzeug Luft anziehen. Wie mache ich das? Ihr kennt diese Schläuche, die kriegt ihr für alles Mögliche. Die habe ich hier Löcher. So sieht der Wärmetauscher aus. Hier habe ich Löcher, nehme ich vier kleine Kabelbinder und binde das Ding hier an mit dem Kabelbinder, hier oben Kabelbinder. Wenn ich ein bisschen geschickt bin, kann ich das Teil noch ein bisschen eckig biegen. So etwa die Mitte. Dann wird das Teil eckig. Fast. Und so habe ich dann, kann ich die Luft hier effektiv von irgendwo herziehen, dass diese Temperatur sinkt. Wir sehen hier die Temperatur, weil der Lüfter jetzt auf höherer Drehzahl läuft. Er braucht ein bisschen mehr Strom, das ist nicht erwähnenswert. Wir sehen hier, jetzt sind wir von 2,5 Grad Differenz auf 2 Grad Differenz, nur weil der Lüfter mehr schaufelt. Es ist natürlich so, das hat Grenzen. Ich kann diese Temperatur im Filter nicht unterschreiten, also das heißt eine Minustemperaturdifferenz, kriege ich nicht hin. Es ist möglich, dass ihr das messt, dann würde ich das Gerät reparieren, weil dann habt ihr einen Fehler auf dem Gerät. Aber das ist ein anderes Thema. Es gibt solche Möglichkeiten. Jetzt sind wir 23,7, hier sind wir noch bei 21,8, also wir steigen weiter. Wenn ich jetzt aber den Lüfter hier ausziehe, sind wir 23,6, wenn ihr jetzt hier keinen Lüfter habt oder ihr habt hier ein Blatt davor, das heißt, ich stecke den wieder ein, das kommt das Gleiche raus, ich mache hier ein Blatt Papier, falte ich zusammen, brauche nicht so viel, und ich lege das hier dazwischen. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel einen verschmutzten Kondensator habt, dann geht die Luft nicht mehr durch. Oder das Ding ist eingepackt in der Kiste und kriegt keine Frischluft. Und wir haben das Problem seit den 10 Jahren der Krönung. Sind sehr viele Neuausbauer auf den Markt gekommen, die zum ersten Mal so ein Wohnmobil ausbauen. Und ich habe das Gefühl, bei den renommierten Herstellern, da sind neue Techniker gekommen, die das Rad neu erfinden können, die keine Ahnung haben von Kühlschränken. Die bauen da so einen Kühlschrank ein in eine Nische, da hat es keine Luft, keine Klappe, nichts. Wenn das der Fall ist, steigt erstens diese Temperatur, der Druck, den ihr nicht messen könnt, aber diese Temperatur hier könnt ihr messen, bevor es ins Kapillarrohr einspritzt, also bevor es hier in das dünne Rohr reingeht. Diese Temperatur zu messen ist keine Hexerei, ein Thermometer, die kosten, keine Ahnung, 2 Franken oder 2 Euro. Das ist keine Hexerei, sowas zu messen. Wenn der Ventilator kaputt ist oder es kommt hier nichts, sehen wir, wie dann die Temperatur wieder steigt. Jetzt spreche ich hier von der Unterkühlung. Kältetechnisch ist das nur der Bereich auf diesem Schema. Und ich rede jetzt von der Unterkühlung von der Raumtemperatur her.
wie weit kriege ich das an die Raumtemperatur hin, die da herrscht, wo der Kühlschrank steht. Das ist natürlich ein langwieriger Prozess, bis sich das aufbaut. Hier habe ich jetzt 24,2 Grad. Ich ziehe den Ventilator noch ein bisschen aus, 24,3 Grad. Aber so geht natürlich das Video länger. Und wir sehen, wie hier dann die Temperatur steigt. Früher habe ich immer gesagt, das Hauptproblem bei 12 Volt Kühlschränken ist der Spannungsabfall. Der Spannungsabfall ist die Differenz zwischen der Spannung, wenn der Kühlschrank steht, und wenn er läuft. Dann sagen Sie mir, die Leute, wie viel haben Sie? 12 Volt. Das kann nicht sein. Die Differenz sollte so klein wie möglich sein, unter 0,5 Volt. Ich habe hier ein günstiges Voltkraftmeter von Konrad Elektronik. Wirklich nichts Besonderes, kompakt, klein. Und hier kann ich zum Beispiel hier bei der Klemme, wenn ich dazu komme, kann ich hier die Spannung messen von der Zuleitung. Dieser Kühlschrank hier läuft jetzt gerade momentan nicht. Wir haben hier reich zwei Geräte. Und wenn ich dann hier den Thermostat einschalte, wir sehen das Voltmeter. Wir haben jetzt 14,6 Volt und jetzt hat er eingeschaltet, der Kühlschrank hat einen Klick gemacht, der Kompressor ist angesprungen und jetzt haben wir 13,5, 13,6 Volt. Das ist der Spannungsabfall von 0,4 Volt. Diese 0,4 Volt, das ist okay. Alles unter 0,5 Volt ist okay. Messt hier die Spannung bei Eingang vom Kompressor. Wenn der Kompressor läuft, wenn der Kompressor steht. Und hier habe ich jetzt, wenn das Blatt davor ist und der Lüfter nicht läuft, habe ich 29 Grad Celsius hier am Filter. Und hier habe ich 22 Grad. Die Temperatur steigt. Wir haben jetzt bereits 7 Grad Differenz zwischen diesen zwei Werten. Alles, was über 5 Grad Celsius Differenz ist, ist zu viel. Das heißt, das Gerät ist schlecht eingebaut, der Kondensator ist dreckig. Ja, man sollte diesen Wärmetauscher, der hier sitzt, so einmal im Jahr reinigen. Ich mache euch hier ein Video, wie er in einem Westfalia-Ausbau in Columbus verdreckt ist. Da sagt mir dann der Kunde, da sitzt der Hund drin. Vielleicht waren es auch Hundehaare. Und hier sehen wir jetzt wieder die Spannung. Da verlinke ich euch hier ein Video mit Max Nazubi, der euch den Spannungsabfall erklärt. Und messt das einfach mal. Und schreibt mir unten in die Kommentare, wie viel Temperaturdifferenz, also Unterkühlung, habt ihr von der Luft bis auf den Filter. Und wie viel Spannungsdifferenz habt ihr bei euch im Wohnmobil, im Boot oder im Schrebergarten an der Solaranlage? Nicht wie warm es ist, das interessiert keine Sau, sondern die Differenz. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir ein Like da lassen oder auch wieder mal ein Abo machen. Und somit wünsche ich euch einen schönen Tag.